Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu No One Survived. Wir sind am folgenden Tag, und zwar Tag 18, Sommer, 29 Grad, und es ist ja 9:30 Uhr abends. Das soll uns aber nicht stören. Ich werde erst mal gucken. Wir haben nämlich nichts mehr zu essen. Wir sind auch nicht ausgeschlafen. Trinken haben wir noch ein bisschen. Und ich habe wieder was genascht, wo ich wieder eine kleine Lebensmittelplage habe. Aber das soll mich auch nicht stören. Ich würde mit euch heute eine Kleinigkeit machen. Und zwar an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank für den Hinweis mit den Fundamenten. Ich habe mir das nochmal überlegt und vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Denn bei jedem zweiten Gebäude backt irgendwie was rein und wir können es vielleicht auch nicht wirklich so prickelnd hinstellen. Deswegen werde ich heute hier nur ein paar Kleinigkeiten mit euch hier an der Basis machen. Und dann werden wir uns kurz ausruhen. Ich mache mich dann ein bisschen frisch. Und dann werden wir mal sehen, wo heute die Reise hingeht. Mein Plan ist heute, dass wir mal ein paar Level in unserem Skill voranbringen. Das heißt, eventuell Medizin, Elektrotechnik und so weiter und so fort. Da werden wir mal die verschiedenen Händler dafür aussuchen und aufsuchen. Ich habe jetzt überall schon 5 Stück drin. Das heißt, damit wir das hier ein bisschen beschleunigen und ja, das für euch dann nicht so langatmig wird, machen wir das mal auf die Art. So. Ups. Da fehlt eins. Eins fehlt. Wahnsinn. Und dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Und ich nehme gleich nochmal ein paar mehr mit. Denn wir haben ja noch ein zweites Fundament. Da sollte ich das auch schon, glaube ich, vorbereitet haben. Wir werden das gleich sehen. So. Ich nehme nicht Stein, weil mit Stein wären wir nicht fertig. Das ist einfach so. Das ist ziemlich heftig. Oh, hier habe ich noch gar nichts drin. Das ist ja... Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch eine ganze Menge Holz vom Holzfällen damals, ne, wo ich das hier alles weggemacht habe. Und ich würde sagen, dann nehmen wir einfach noch ein paar mit. Laufen können wir noch, das ist sehr gut. Ja, wir brauchen auf alle Fälle auch Essen. Das ist ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Ja, siehst du, so geht's auch. Hat jetzt nicht so lange gedauert, ne? So, dann machen wir hier noch ein paar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Vielleicht sollte das schon reichen. Ja, der Charakter ist ein bisschen geschafft. Wie gesagt, Essen ist jetzt wirklich alles alle. Wir hätten Möglichkeiten, zum Schiff zu fahren. Wir hätten Möglichkeiten, beim Händler uns was zu holen. Und das halte ich eigentlich momentan für die beste Idee, weil es einfach näher ist, als wenn wir zum Schiff fahren. Aber es ist am Ende auch kein Problem. So, ich würde das mal ganz kurz zurücktun hier. Was? Haben wir nichts mehr? Das hat genau gereicht? Das ist ja der Hammer. Okay, sehr gut. Okay, also, das ist erstmal das Fundament für unser Hauptgebäude. Und wir werden das auch jetzt mal draufsetzen gleich. Außenbereich. Hier unser Hauptgebäude. Ich muss das bloß mal ausrichten, dass das ungefähr gerade ist. Das sieht so aus, als ob. Das Problem ist, man sieht nämlich nicht, wie es jetzt genau steht. Ja, das ist nämlich das. Also das ist sehr schwierig zu setzen, das Haus hier. Finde ich übelst anstrengend. Vielleicht machen wir es mal so. Okay, das passt. Ja, hier haben wir ein bisschen Überschuss. Und da hinten haben wir auch Überschuss. Vielleicht würde ich es noch einmal neu setzen. Vielleicht kann ich das so machen, dass ich es an der Ecke irgendwie ein bisschen besser sehe. Also wie gesagt, das Setzen von den Gebäuden finde ich übelst schwierig, ne? So, das sind zwei Fundamente. Das heißt, der Eingang müsste mindestens hier sein. Dann sind das drei Fundamente. 4, 5. 2, 4. Wir haben 6. Also müsste man ein bisschen reinrutschen. Das heißt, ungefähr vielleicht so hier und ein Stück noch nach hinten. Und das könnte super gepasst haben. Hier sieht es sehr befriedigend aus. Das passt auch. Also da bin ich jetzt auch zufrieden. Und so würde ich es auch lassen. Und ist es einigermaßen gerade? Jo, so lassen wir es. Da machen wir nicht lange rum. So, jetzt habe ich hier das Haupthaus, also das erste Wohnhaus, noch mit vorbereitet. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten das jetzt schön zum Wasser drehen. Na? Aber da haben sie auch ein Fenster hier. Ein Fenster nach hinten haben sie auch. Ja, aber ich würde es vielleicht mal zentral drehen. Das war... und bei dem sieht man es halt besser. Da kann man auch ein Stück weggehen. Ne? Seht ihr das?
Und da habe ich es ein bisschen enger gemacht. Das hat aber einen Grund. Und der Grund ist eigentlich einfach. Warte mal, das passt eigentlich genau. Ich würde es nur ein kleines Stück nach rechts. Ich glaube, das war fast perfekt. Ja. Ja, kannst du machen. Da haben wir da hinten noch ein bisschen Terrasse. Und vorne eine kleine Veranda. Also ich finde das schon, finde das in Ordnung so. Gefällt mir. Gut, dann haben wir das Gebäude auch. Ja, dann muss ich die ganzen Teile wieder reintun. Das war natürlich auch was. Wenn du die Gebäude hier abreißt, ja, dann gibst du das nicht ins Inventar wieder. Das liegt dann schön auf der Wiese und kann dann dort vor sich hin oxidieren. Mit der Mine, ich vermute mal, die funktioniert auch auf dem Fundament, ja, weil das einfach nur so ein Gebäude ist. Die werde ich dann hier auch wieder setzen. Muss ich aber erstmal schauen. So, ich werde es dann alles noch ein bisschen anpassen. Ich habe auch einige von euch sagten, ja, wenn du da drüben deine Hauptbasis hast und dann den Strom dort machst, wie wird denn das dann mit der Verbindung hier rüber? Das reicht ja dann gar nicht. Also, das habe ich vielleicht nicht oft genug betont. Das Haus ist zwar riesig dorthin, aber es ist im Moment eigentlich immer nur noch eine Übergangsbasis, um erstmal ein bisschen was zu machen. Ich habe mir so gedacht, hier ist eine kleine Anhöhe, hier kommt dann ein kleines, gemütliches Haus hin, wo man dann, was wir unser eigenen, zweigeschossig vielleicht, dann kommt hier so ein bisschen in die Senke Wasser, Strom etc. Und nach hinten raus ein bisschen Produktion oder zur Seite noch raus, was wir halt so brauchen. Und dann sollte das auch mit der Stromgewinnung hier für das Dorf reichen. So ist der grobe Plan. Am Ende weiß ich nicht genau, wie stark und wie weit das dann entfernt sein muss. Ne? Das weiß ich dann nicht. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, ich habe jetzt extra nicht mit Stein gebaut. Aber so ist das, denke ich, auch okay. Warte mal. Und ich würde natürlich gerne noch beim Holz bleiben. Das könnte man jetzt so machen. Ja, und auch hier. Bei dem Gebäude könnte man das jetzt so machen, wenn man das wollte, muss man dann einfach mal schauen, wie das wirkt. Ne? Aber so im Pi mal Daumen finde ich es nicht schlecht. Ich hatte auch in der Planung, das hier zu verblenden mit denen hier. Das Problem ist, die gehen bloß oben. Die gehen leider nicht hier unten. Und ich habe nichts gefunden, was dem irgendwie entspricht. Das einzige Möglichkeit wäre dann, dass man das hier, aber das geht auch nicht. Das Stein geht auch nicht. Ja, mit einem Geländer wollte ich es jetzt auch nicht so machen. Ja, weil dann hast du hier wieder Friemelei, dann ist es auch nicht richtig dran. Ja, da gibt es irgendwie nichts. Ne? Und mit den kleinen Säulen wollte ich auch nicht arbeiten. Das sieht dann nämlich so aus, dass du hier auch friemeln kannst, bis du das irgendwie in einem richtigen Winkel hast. Ist auch nicht so der Brüller, sind wir ehrlich. Ne? Von daher wird es wohl so bleiben. Und ja, ich habe es auch nicht tiefer extra gemacht, dass man schon ein bisschen sieht, dass wir hier eine kleine Siedlung haben. Und so wird das dann werden. Na, ich werde das dann immer ein bisschen offscreen wieder reinfüllen und dann werde ich die nächsten Fundamente vorbereiten. Vielleicht mache ich es auch ganz ohne euch, die Fundamente. Ich wollte es euch nochmal gezeigt haben, so wird es dann werden und so wird dann auch das Haus da drüben werden. Ich werde das dann alles ein bisschen beschleunigen. Für mich ist das viel Zeit, aber dann seht ihr hier nicht 20 Mal, wie ich irgendeine Hütte baue. Ist ja mit der Zeit dann auch irgendwie öde. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Wir haben, ja, wir brauchen ein bisschen Schlaf, wir brauchen ein bisschen Wasser und wir brauchen auf alle Fälle was zu essen. Wie sieht denn das jetzt aus mit meinem Inventar? Ich würde hier nochmal, ne, trinken können wir später. Ich habe jetzt hier, das ist das fürs Wohnhaus. Wollen wir den, müssen wir mal wegpacken hier. Genau, das könnte man dann irgendwann wieder reintun. Da habe ich nichts drin. Da ist was für einen Händler. Das ist sehr gut. Dann hatte ich hier, das ist das. Genau, hier hatte ich mein Zeug drin. Das würde ich gerne mal wieder mitnehmen. Und auch dementsprechende Munition. Das kommt dahin. So, ich würde sagen, ich bereite mich ein bisschen vor, dass wir morgen früh zum Händler können, wenn der Tag angebrochen ist. Und da würde ich sagen, da sehen wir uns gleich wieder. So, der nächste Morgen. Wir haben es mittlerweile 14 Uhr schon wieder. Ja, ich bin nicht fertig geworden. Ich habe die Rucksäcke jetzt gefüllt mit verschiedenen schönen Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo unser Händler ist. Der ist ziemlich weit da hinten. Lass mich mal das anders machen. Da fahren wir mal eine Runde fahren. Ja, wir haben Probleme mit dem Essen auf jeden Fall. Da müssen wir schauen, dass wir was finden. Ich könnte noch mal eins machen. Ich könnte noch mal prüfen, ob wir hier noch einen Pilz finden auf die Schnelle. Der bringt uns kurzzeitig. Hier haben wir wieder so ein Kräuterle, ne? Also das wächst immer hier nach an derselben Stelle. Das habe ich jetzt schon zwei, dreimal geerntet und eigentlich war hier in der Nähe immer irgendwo ein Pilz. Aber der ist mal da und der ist auch mal nicht da. Das ist ein bisschen komisch. Und da habe ich mir auch nicht gemerkt, wo der genau steht.
Aber Pilze gibt es hier auf jeden Fall. So, ja, allein im Wald. Ja, der Pilzsuchsimulator. Nee, das wird ja nichts. Also irgendwo stand er hier, aber frag mich mal, wo. Das wäre natürlich ideal, wenn wir den jetzt noch finden würden. Wenn ich jetzt Richtung Händler laufe, den wir hier gleich in der Nähe haben, dann wird man auf alle Fälle zwei, drei finden. Davon gehe ich aus. Aber die Pilzstelle habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wo der steht. Hier hinten war, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit. Ja, an unserer Bank hat sich nichts verändert. Die ist momentan gefüllt mit Treibstoff. Hier ist er. Weißt du was? Da mache ich das nämlich mal ganz schnell. Da machen wir uns mal noch schnell ein kleines Pilzsüppchen. So. Und, warte mal, habe ich hier noch irgendwie Wasser? Die sind alle leer. Das ist sauber, das ist eigentlich egal. Ich nehme das trotzdem mal. So. Dann machen wir das nämlich mal so. Einmal das hier rein. Zweimal Wasser dazu. Den Stock. Und schon geht's los. Ja, das... ja, okay. Haben wir jetzt zwei angefangene Flaschen? Ja, dann ist das so. Das könnte ich aber auch nochmal schnell tauschen. Weil das ist mir dann auch ein bisschen zu blöd. So, dann nehmen wir hier die volle mit. Genau. Und die anderen werden wir dann sehen, wie es geht. So, und da ist es schon fertig. Wunderbar. Können wir die irgendwo hier reintun? Und da kriegen wir 15 Kohlenhydrate. Ist zumindest ein bisschen was. Bisschen Flüssigkeit. Genau. Okay. Dann haben wir das. Ja gut, dann werde ich jetzt mal hier rüber zum Händler fahren. Und zwar ist das der Händler 13 bei mir auf der Liste. Wie immer schön sagte. Ja, toll. Jetzt haben wir hier einen Haufen Bäume. Auch mir die Stöcke hier, also mir die Wurzeln aufpassen. Warte mal. Haben wir uns ein bisschen verfahren. Und dann geht's los. Ja, das ist so... ich finde das Wasser so genial. Das ist so ein bisschen mein Measure of Peace hier. Finde das total schön gemacht. Hier ist auch ein Pilz. Siehst du? Noch ein Pilz. Zwei Pilze. Wow. Also das geht schon hier. Wie gesagt, es gibt Stellen, da findest du halt ein bisschen mehr. Und dann gibt es Stellen, da... naja. Da redet man nicht drüber. Der ist irgendwo da vorne, ne? Oh, wow. Einmal ausweichen. Ja, ich habe jetzt bloß... den einen Rucksack hier. Das macht aber nichts. Wir haben ein bisschen Zeug drin, ne? Kleinigkeiten. Ich will mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas auf die Schnelle lernen können. Dann würde ich mit euch zu anderen Händlern fahren. Wir würden unterwegs auch ein bisschen Essen einsammeln von verschiedenen Händlern. Und oder wir kommen in eine Region, wo wir noch nicht waren. Dass wir dort mal plündern wegen Nahrung. Ne? Wir könnten auch hoch zum Schiff fahren, aber ich glaube, das Problem ist, wir haben das Schiff oben schon angedutzt, wo wir das Flugzeug gemacht haben. Könnte also sein, dass auf dem Schiff da oben auch nicht mehr allzu viel zu finden ist. Aber Plan ist heute eigentlich zu leveln. Wenn wir uns das zufällig dort hochtreibt, würde ich das Schiff auch gerne mit looten, denn ich denke, da haben wir auch jede Menge feine Sachen da drauf. Und noch ein Pilz. Vielleicht sollten wir aber auch mal einen Pilz mitnehmen. Ja. Hat er eigentlich? Ja, der hat Platz. Hallo? So, was hast du denn Schönes für uns? Ich muss mal gucken. Ingenieurswissenschaften brauchen wir nicht. Medizinband 4 haben wir. Metallurgie brauche ich nicht. Medizinband 5 haben wir. Schneiderei 5 haben wir, glaube ich, nicht. Meister der Waffen Band 4 brauche ich nicht. Schneiderei Band 3, das haben wir, glaube ich, also irgendwas haben wir von der Schneiderei. Ingenieurswissenschaften, Medizinband braucht man nicht und Meister der Waffen brauchen wir auch nicht. Na, das ist ja toll. Was hast du denn für Fähigkeiten? Metallurgie. Dann hat sich das schon erledigt. Danke. Ciao. Ja, Schneiderei wäre höchstens was. 3 und 5 hat er, glaube ich, gehabt, ne? Aber irgendwas davon habe ich auch in der Kiste. Also von daher, ist alles so semi-produktiv. So. Ja, das Wetter wird wieder herrlich. Ich finde das trotzdem klasse gemacht hier mit diesen, naja, ich sage jetzt nicht Sumpflandschaft, aber mit diesen Anordnung von den kleinen Inseln hier. Sehr schön. Habe ich eigentlich noch eine Vergiftung?
zu trinken habe ich ja eigentlich dabei. Ne? Wir müssen es ja nicht fördern, denn ich glaube, es verlängert sich immer. Ja, das müssen wir nicht unbedingt wahrnehmen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, genau. So, falls wir die Pilze jetzt nochmal sehen, nehme ich die nochmal mit. Aber es ist schon übel, ne? Kaum redst du davon, tauchen die Pilze auf. Also wie gesagt, in so einer Situation retten die hier auch das Leben, ne? Ich glaube, wir sind da lang gefahren. Jetzt sehe ich sie natürlich nicht mehr, ne? Das ist natürlich klar. Gut. Ich würde mir den trotzdem mal schnell abkochen. Wir sehen uns gleich wieder. So, das Wetter ist ein bisschen umgeschlagen. Wir haben es auch kurz vor 19 Uhr. Das soll uns aber nicht aufhalten. Ich habe mir mal einen Kräutertee und ein Gemüsesüppchen gemacht. So kommt unser Wert zumindest bei den Kohlenhydraten ein bisschen nach oben. Die, ja, die Proteine sinken auch ins Bodenlose. Und ich mache mal unsere Magenverstimmung weg. So, dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Okay, ich würde sagen, wir machen los. Wir fahren wohin und ich würde nochmal hier an den Einstellungen ein bisschen drehen. Denn es wird gleich dunkel werden, denke ich. Und ich möchte mit euch trotzdem unterwegs sein. So, was brauchen wir? Also wir brauchen auf alle Fälle unsere Elektrotechnik. Die gibt es oben beim mittleren Händler auf der Karte. Das wäre bei dem hier gibt es das. Das ist der einzige, der es wohl hat. Dann hätten wir noch Lebensmittel. Gibt es bei dem hier drüben. Wo ist er denn? Hier, bei dem gibt es hier Lebensmittel. Ja gut, da sind wir dann wieder am Schiff. Das wäre dann auch irgendwo sinnfrei. An der 7 gibt es Medizin und Medizinwissen. Das wäre der hier. Der wäre auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, hier kommen wir nicht rum. Das sind alles keine guten Brücken hier. Da müssten wir hier rumfahren. Hier runter, hier rum, hier rüber und dann so irgendwie. Ja, das wäre eine Idee. Können wir mal machen. Werden wir mal als erstes ansteuern. Unseren Medizinfreund. Ich muss mal hier vorfahren, dass wir nicht in die Leitplanke kommen. Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es mit Licht besser ist oder ohne. Es blendet schon ein bisschen irgendwie, aber okay. Gut, wir fahren erstmal hier vor. So, an den Wölfen vorbei, links. Da ist der erste. Aha, denkst du dir? Beautiful Village. Naja. Wie auch immer. Ich bin froh, dass nicht allzu viele Fahrzeuge hier stehen. Vielleicht kommen wir bei der Gelegenheit auch mal in die Versuchung, uns einen Pickup zu finden. Auszusuchen, wo vielleicht einer steht. Das wäre natürlich eine ganz feine Sache. Ich habe jetzt, wie gesagt, der Tank ist so einigermaßen voll. Also wir sollten ganz locker einmal ein bisschen quer über die Karte kommen. Vielleicht hätte ich nochmal was einpacken sollen. Da bin ich jetzt gerade am überlegen. Ich müsste eigentlich hier rechts. Komm. Hier gäbe es was zu essen, ne? Hier gäbe es was zu essen. Kommt hier einer? Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir bei dem mal schauen. Übrigens, die sind seit Version 063. Sind die beleuchtet, ne? Nachts, das waren die vorher nicht. Finde ich auch sehr schick gemacht. So, was hätten wir denn hier? 30 zu 20. Was kosten die Dose? Ach, das ist ja... Und dann hat man die nochmal. Die ganzen Sachen hier, Kohlenhydrate, die kosten ja auch nicht die Welt, oder? Was? Das willst du alles dafür haben? Das ist ja ein Ding. Fleisch ist eine feine Sache, aber ich kann es momentan nicht verwerten. Was will denn der für so einen Pilz haben? Okay, ich nehme den mal mit. Den Riegel nehme ich auch mal mit. Da könnte man ein schönes Brot draus machen, ne? Wie war denn das? Zwei Wasser und das, ne? Oder? Das wären super Kohlenhydrate. Das hält sich auch eine ganze Weile. Vielleicht gehen wir das mal an. Ich weiß, aus den verschiedenen Sachen kann man hier wirklich tolle Dinge machen. Aber ich bin ganz ehrlich. So, da haben wir 11,99. Da müssen wir mal gucken. Der Riegel ist natürlich toll, aber den könnte ich auch später holen. Was kostet das Fleisch?
11,3. Die Zigarette wird bestimmt teuer sein. Ja, die brauche ich aber auch nicht. Wir lassen das mal so. Und dann wird man den Handel akzeptieren. Und ich würde das gleich mal hier wegschnurpsen. Haben wir alles bekommen? Sieht gerade so aus, als ob vielleicht was runtergefallen ist. Und damit er sich ein bisschen besser fühlt, werde ich den mal hier das jetzt so einverleiben. Ja, jetzt geht es bei den Kohlenhydrate nach oben. Genau. Siehst du, da gab es einen richtigen Schwung. Schöne Sache. Ja, die Kisten finden wir wie Sand am Meer. Ich werde die auch weiterhin mitnehmen. Genau für solche Aktionen hier. Und dann ist es das. Ich weiß, Kochen ist alles effektiver. Ich weiß das alles. Aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit. Wir haben heute was anderes vor. Und ich habe das bloß jetzt mal gezeigt. Beim nächsten Mal werde ich das dann alles ein bisschen einkürzen. Und dann ist es das. Den esse ich trotzdem so roh. Und die Kartoffel. Die bringt noch ein bisschen Kohlenhydrate. Ja, wunderbar. Und da haben wir es schon. Super, dann kann es weitergehen. Und dann läuft das. Okay. Gut, ich fahre mal zum Händler weiter. Da würde ich sagen, wir schnappen uns mal den Händler 7 bei mir auf der Karte. Das wäre der hier. Müssen wir bloß aufpassen, im Wolfgebiet, ja. Da müssen wir vielleicht vorher noch eine andere Waffe ausrüsten. Nur für den Fall der Fälle, ne? Wie gesagt, ich will nicht unnötig Zeug raushauen, aber wenn es sein muss, müssen wir auch gerne mal ein bisschen was verbrauchen. Also muss ich mal gucken, wie kann man hier fahren. Rechts rum, da kommen wir nicht rüber, ne? Ups. Da kommen wir nicht rum. Ich kenne die Brücke, die ist nicht fürs Auto gedacht. Nee, nee, das ist keine Autobrücke. Hier haben wir auch noch nicht gelootet, ne? Okay. Dann fahren wir weiter. Hat man den Getränkeautomat eigentlich hier schon mal? Nee, ne? Ja, das ist auch eine schöne Industrieanlage hier. Hier gibt es bestimmt schöne Sachen. Aber das wäre dann wahrscheinlich eher was für den Pickup. Denn hier werden wir so viel rausholen, denke ich mir. Auch bei unserer Einstellung. Ich würde ja lachen, wenn das da unser Pickup dort ist. Nee, ist er nicht. Aber das wäre natürlich der Brüller, ne? So, warte mal, wenn ich hier rumfahre. Ne, das will ich auch nicht riskieren. Aber auf der anderen Seite haben wir die Bahnschienen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Haben wir da die Bahnschienen? Ne, die sind auf der anderen Seite gut. Steht kein Auto. Okay. Ist auch kein Problem. Ja, diese Brücke hier, ne? Ist wie mit dem Tunnel gewesen. Naja. War das Stoppschild? Ja, wie gesagt, das ist auch eine schöne Sache hier zum Bauen. Hier hast du alles eben und flach und so, aber sind halt Wölfe hier, ne? Und die sind ziemlich nah. Die kommen wirklich fast bis hier vor zur Straße. Das ist da nicht so prickelnd. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier der Händler? Links voraus, da ist er. Wie gesagt, wir wollen ja am Leben bleiben, ne?
So, jetzt habe ich natürlich den falschen Rucksack dabei. Weil, falsch, warum? Ich habe hier mit dem, habe ich nicht so viel Zeug drin, ne? Falls der wirklich jetzt für uns was hat. Was hat er denn? Die 7 hat für uns Solar, Batterien, medizinisches Zeug, sonstiges und Medizinwissen. Medizinwissen wäre natürlich eine feine Sache. Da werde ich das mal so machen, dass wir den mal tauschen hier. Wie gesagt, ich habe die alle voll gerammelt. Oh nee, das war der falsche. Bei dem hatte ich nämlich nicht aufgepasst. Das war hoffentlich jetzt der richtige. Jetzt habe ich wieder den falschen. Wo ist denn der andere hin? Ach so. Der ist auch so schwer. Oh, nee, mach mich nicht fertig hier. Komm, gib mir den. Der kommt dahin. Sorry, aber ich hatte eigentlich drauf geachtet. Hat er auch was drin hier? Ja. Dann habe ich bei den beiden nicht drauf. Aber die. Also bei einem habe ich nicht drauf geachtet, das weiß ich, aber den. Nee, das kann auch nicht sein. Ich habe bei allen drauf geachtet. Ich bin nochmal zurückgelaufen, wo ich die gemacht habe, genau. Naja, gut, müssen wir gucken. Muss ich dann was umsortieren in den hier, wenn wir jetzt hier ein bisschen Medizin machen? Oh, der Wolf ist direkt. Ja, super! Na, das ist doch der Broller. Ja, ein bisschen was kriegt man da mit. Ich habe auch mal die Spritze mitgenommen. Ich brauche das Adrenalin, glaube ich, nicht, weil ich nicht vorher weiß, ob wir rennen müssen oder so. Wo einer ist, ist auch der zweite, ne? Ist nicht dein Ernst, oder? Da hinten ist der zweite. Und eigentlich immer zu dritt sie sind, ne? Hat er sich hingelegt? Oh, wie süß ist denn das? Da ist der dritte. Ey. Da liegt der dritte. Der steht wieder auf. Die kommen alle drei, ne? Ja, das war klar. Was? Vier Wölfe? Willst du mich veralbern? Nee, also ich brauche mindestens für jeden vielleicht so zwei vom Schrotgewehr, weiß ich nicht. Das wäre jetzt Haufen Leder, aber Fleisch. Ich kann damit gerade nichts anfangen. Das wäre verschenkt. Nee, dann machen wir das später. Da komme ich am Tag wieder. Das ist mir dann auch nichts. Schön Pfeile jetzt verjodelt, vier Stück. Bin ich ja froh, dass der nicht, dass ich den nicht getroffen habe. Warte mal, dann haben wir hier vorne. Der große Händler 8, der hat für uns Folgendes: Lebensmittel, Auto, Reparatur, jetzt Munition, Waffen herstellen, das brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, fahren wir zum Händler 2, der hat Bücher. Händler 2 ist der hier oben. Der hier. Da fahren wir mal hin und dann, ja. Machen wir mit dem Geschäfte. Gut. Ich lasse es trotzdem mal dabei, denn ich denke. Warte mal, das ist die gesperrte Straße, ne? Denn ich denke, vielleicht passiert unterwegs was, dann seid ihr live dabei. Das ist natürlich blöd. Ne, vier Wölfe, also ganz ehrlich. Und ihr wisst ja, wie es ist: Pulster ein, Pulster alle. Hier eigentlich schon drin? Nee, na, hier waren wir im Dings drin, aber nicht im. Aber hier gibt es auch bloß Essen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche. Und ich glaube, das ist der Parkplatz vom Supermarkt. Hä? Da rennen die Kunden ewig darüber. Nee, das wird jetzt was anderes. Du hast ja den Parkplatz davor. Aber könnte sein, ne?
So, ja, die Bauarbeiten vor meinem Haus übrigens nebenbei sind immer noch nicht abgeschlossen. Die haben jetzt irgendwie wieder, früh um 8 fangen die an, hier das lauteste Gerät zu verwenden für 10 Minuten, dass du schön wach bist, ne? Und das gerade, wo ich mal mich ein paar Tage ausruhen kann. Super Sache. Ja. Ja, das Wasser ist jetzt ein bisschen unscheinbar, weil wir es ein bisschen in der Helligkeit überdreht haben, aber ich möchte ja, dass ihr was seht. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir lang müssen. Ja, links rum. Also hier durch und geradeaus zum Flug, zum Hafen. Genau. Tilum, Tilum. Ja, die Tankstelle haben wir schon gemacht. Es ruckelt so ein bisschen, aber wie gesagt, das Spiel hat wohl so leichte Performance-Probleme. Aber das wird mit der Zeit irgendwann. So, jetzt wird es wieder hell. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel pulle. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dass wir hier vorbeiziehen. Also wenn das dann hier so stehen bleibt und dann auf einmal weiter ruckt, dann ist das auch nicht so prickelnd, ne? Ist der hier hinten? Wo ist denn der? Ich muss mal hier reinfahren. Oh, hier gibt's auch Kräuter. 1, 2. Na, Halleluja. Siehst du? Auch eine nette Region. Ist der hier hinten? Nee, ne? Da oben ist er. Ich sehe ihn. Wölfe. Ja, so kommt hier jemand. Nicht wirklich. Ich drehe mal ein ganz kleines Stück zurück. So. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Natürlich, es müssen wieder Wölfe sein. Ist das jetzt so die neue Hardcore-Karte hier? Dass alles beim Händler ist? Ich meine, einer von euch hat ja auch erzählt, der war hier oben. Und hinterm Händler taucht auf einmal der Beleibte auf. Ist das nicht herrlich? Da freut man sich doch, ne? Da freust du dich wirklich. Okay, Medizin haben wir jetzt nicht. Wir haben aber jetzt hier die Möglichkeit, bei diesen Händler Bücher und Elektrotechnik zu skillen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einen zweiten Rucksack hier verbrauchen, denn Elektrotechnik möchte ich jetzt hier pushen. Ich weiß nicht, wie viel wir reinstecken müssen, aber das wird schon irgendwie passen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo die sind. Ja, es wird schon passen, hoffe ich. So, was hast denn du Schönes? Meister der Waffen brauche ich nicht, Maschinenbau brauche ich nicht, Kochen, Band 3, weiß ich gerade nicht. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, das ist das Problem. Schneiderei 2 und 4. Wir gucken mal. Schneiderei. Ich könnte es ja mal kaufen. Aber dazu müsste ich erstmal weiter gucken. So, Ingenieurswissen braucht man nicht. Medizinband 3. Das wäre was. Was willst du da? Wir haben 40 Mäuse. Und geben tust du mir 5 dafür. Ingenieurswissenschaften Band 2. Brauche ich auch nicht. Kochen Band 4. Gut, ich mache das jetzt mal so. Ich werde mal... Du hast die Fähigkeit Elektrotechnik, genau. So, dann mache ich mal hier bei dir ein bisschen was rein. Was gibst du mir dafür? Oh, wow. Das geht ja gut los hier. Ist ja fast 0. Okay, maximal ist, glaube ich, 100. Ne? Müssen wir aufpassen. So, 96 hergeben. Und dann machen wir mal ein bisschen Elektrotechnik. So, ich schaue schon mal rein. Würde gerne mal wissen. Ja. Und von einem Mal, schaut mal, wie viel der uns da gegeben hat, ne? Krass. Guck dir das an. Also dann lohnt sich das auf jeden Fall, den hier zurückzugeben. So, ich würde dir trotzdem noch was geben. 15. Was gibt denn das? Oh, wow. Das ist ja geschenkt hier. Gib dir das trotzdem. Hergeben. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Elektrotechnik. So, da haben wir die 1, haben wir fertig. Ja, toll.
Dann gehen wir auf die 2 über. Das sind schon 40. Wie lange haben wir denn noch? Ja, da fehlt es uns ein bisschen an dem üblichen Ersparten. Da gibt er uns aber auch so viel. Schau mal. Ich meine, gut, wir sind jetzt durch das ein bisschen überlagert, aber heftig, ne? Wenn du jetzt mit 1 weiter scrollen würdest. Ah, das gibt er dir dann nicht mehr. Stimmt ja, der hat es ja gerade nicht angezeigt. Aber finde ich okay. Finde ich echt okay. Also kannst du sagen, 20, 40, das erste kostet so um die 50, das zweite dann 100. Nee, das kannst du machen. Das kannst du echt machen. Das ist auch nicht zu viel verlangt, muss ich sagen. Das bringt uns ja eine ganze Menge. So, wir werden dann auf dem Rückweg nochmal schauen, ob wir noch beim Medizin noch was machen können. Das war jetzt leider nicht so schön, aber. Nee, vier oder fünf Wölfe, ich weiß es nicht. Im Hintergrund lag da noch einer hinten am Hang. Drei waren hier vorne mindestens, also waren mindestens vier. Und am Ende sind es dann doch der schon hinter dir lauert und die Zähne fletscht. El Chefo. So, ich nehme mal hier was raus. Dürfen uns bloß nicht überladen. Ja, das ist gut so. So, sehr gut. Nee, da ist mir dann auch die Schrotmunition nicht zu schade. Ja. Guck mal, was wir hier wieder haben. Kalkstein für Glas und Zement. Aber ich habe nichts zum Abbauen dabei. Aber können wir auch mal hierher fahren. Bei Gelegenheit. Wie geht's unseren Werten? Ganz gut eigentlich. Ich könnte vielleicht mal was trinken nebenbei. Ja, läuft. Also es hat sich jetzt, für mich finde ich, dass wir uns ein bisschen stabilisiert haben, ne? Wir haben eine sehr gute Waffe, Schrotgewehr. Die anderen sind auch okay, aber es sind halt Munitionsverschlinger, ne? Sind wir ehrlich. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt können wir mal hier was rüber tun. Was gibst du uns dafür? 30. Das finde ich gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Fähigkeit. Hammer. Ich finde das Hammer, was da gibt. So, haben wir nochmal 40 hier. Sieht so aus. Und jetzt sind wir rübergerutscht. Aber da gibt er uns nicht so viel, ne? Weil wir nicht den vollen Preis. Wir müssen jetzt 60 oder so zahlen, ne? Aber das werden wir gleich mal machen. So, dann geht mal hier das noch rüber. Das sind nochmal da ein paar Kreuzer und hier nochmal ein paar Kreuzer. Das sind wir bei 66 hergeben. Und dann würde ich genau das nochmal lernen. Da müssen wir mal aufpassen, dass wir uns jetzt da nicht ruinieren. Wow, wir sind fast bei 3. Ja, Bücher habe ich jetzt zu Hause, da habe ich jetzt nichts dabei, ne? Warte mal, ist egal, was ich brauche. Ich würde noch eins machen, dass wir mindestens auf 3 kommen. Und bei Gelegenheit würde ich den nochmal besuchen. Ich weiß, wir können jetzt mit Treibstoff und so können wir das jetzt selber hantieren. Könnte man machen. Aber ich finde, es geht mit den Ressourcen, geht das hier sehr schnell. Ja, und wenn wir sterben, ne, ihr wisst ja, bei denen, die keinen permanenten Tod eingestellt haben, zieht es immer einen ab. Aber ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, was es uns abgezogen hat. Vielleicht hat es einer von euch gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. So, ich gehe noch mal gucken, ne? Na, warte mal, wir können mal die Waffe wegstecken. Solange wir nicht angegriffen werden, sind wir schneller. Motivation ist ein bisschen bedenklich. Ich weiß nicht, ob er mir noch eins gibt, ne? Da hätte ich mal zwei Bücher oder sowas mitnehmen können oder ein Getränk. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber allgemein für das, was wir gelernt haben, hat er nicht viel abgezogen. Ne? Da hätten wir. Das Rascheln ist wie wenn die Wölfe in der Nähe sind. Ne? Aber das waren wir selber. So, vielleicht gibt er uns noch eins. Wir werden mal schauen. Ich habe jetzt noch 16. Wir gucken mal. Was brauche ich? 60 brauche ich. Was gibst du uns dafür? 15. Das ist ja eigentlich.
Schon mal richtig cool, genau. Und dann können wir eigentlich noch eins lernen, oder? Machst du das? Ja, der zieht plus 10 ab. Das ist okay. Jetzt müssen wir Stufe 3 haben. Elektrotechnik Stufe 3 und die 4 mal angekratzt. Super. Okay, Schneiderei bräuchte man noch. Da bräuchte man die Stufe 1. Und ja, auch Medizin haben wir schon 2. Das hat man mit dem Buch gemacht, genau. Dann ist das nicht ganz so wichtig. Ja, okay. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, wir sind noch bei der 1. Schneiderei. Muss ich mal gucken, schnell, wo wir Schneiderei noch haben. Klein Moment. Das ist hier nicht. Schneiderei haben wir bei der 1, also links oben. Was haben wir da noch? Tiere und Lebensmittel. Lebensmittel ist okay, würde ich mal sagen. Und was haben wir noch? Schneiderei gibt es auch bei der 4. Das wäre ja oben bei dem Hügel vorbei. Das wäre hier oben die 4. Und wie gesagt, hier gibt es Schneiderei und hier. Wir könnten aber auch jetzt hier vorbeifahren, hier hinter. Und hier vielleicht noch ein bisschen looten. Ich meine, wir haben jetzt Rucksäcke dabei. Da können wir noch ein bisschen Schneiderei machen, 2, 3 Stufen. Da haben wir auch wieder ein bisschen Zeug los und dann kriegt man hier wieder neues Loot. Also finde ich vielleicht gar nicht so doof. Vielleicht findet man auch hier noch ein paar Ressourcen. Dann müssen wir mal aufpassen, was es hier gibt und dann könnte man vielleicht noch hier weitermachen. Dann hat man hier hinten auch schon mal was gelootet, ne? Hier war ja das Dorf. Da hat man nicht so viel. Ne, da waren wir noch gar nicht. Das war in unserem ersten Rundgang war das. Genau. Was haben wir noch? Wo haben wir noch Schneiderei? Das ist es eigentlich, ne? Nö, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Gut, dann wäre jetzt eigentlich der Weg hier hinter. Das würde ich mal mit euch machen. Gut, hast du noch irgendwas, was du uns geben willst? Wir sind hier auf 1, haben wir übrig. Das ist nicht so schlimm. Die Bücher brauche ich gar nicht. Also, und alles andere haben wir. Mach's gut, ne? So, ich mache mal hier das ein bisschen so. Läufst du? Ja. Ja, unsere Motivation ist etwas im Argen, aber 28, die steigt, das ist okay. Gut, dann haben wir da hinten Schneiderei. Da müsste ich aber zwischendurch irgendwie noch ein Buch finden oder irgendwas. Vielleicht hat er auch ein Buch im Angebot. Also hier so ein Lesebuch, ne? Das wäre natürlich cool gewesen, wenn der noch sowas gehabt hätte. Dann hätte ich das gekauft. Dann würde sich das amortisieren, ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Absicht, dass das nicht mehr so sein soll. Unsere Werte sind okay. Wenn jetzt unser Essen unten wäre, würde unsere Motivation auch nicht steigen. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie die nach oben geht. Ja, kannst du machen. Ja, hier ist auch ein schönes Abbaugebiet, ne? Viel Eisen etc. Also ich finde das irgendwie lustig, ne? In den Minen ist nichts weiter drin, aber nein, was machst du denn? Da hat er sich verlenkt. Oh, wow. 6 Punkte. Naja. Aber wie gesagt, vielleicht findet man auch den Pickup irgendwo stehen. Haltet mal die Augen mit offen, vielleicht. Nee, der ist es nicht. Hier sind immer noch die Dinge, die hier so rum. Ja, das ist echt übel. So, hier müssen die Wölfe sein. Links, rechts, oben, unten. Ja, rechts. Okay, ich gebe Gas. Eigentlich auch eine nette Farm. Hier könnte man auch mal reinschauen, ne? Vielleicht gibt es hier irgendwas, was man gebrauchen kann. So, wie sieht denn das jetzt mit meinem Rucksack aus? Was habe ich denn da noch drin? Das ist nicht so prickelnd. Was? Aber so geht das hier nicht, ne? So laut zu sein. So, ich muss mal hier reingucken. Da haben wir noch eins drin. Da haben wir nichts mehr drin. So, die sind erstmal leer. Jawohl. In dem haben wir noch was drin und die beiden sind auch leer. Ja. Ich habe mir auch überlegt, dass man vielleicht die Militärrucksäcke, diese beiden hier, mal irgendwann, wenn wir vielleicht von denen noch was finden, zerlegen, weil die sind irgendwie hässlich. Ne?
Die sind schöner, aber natürlich ist Priorität, die würde ich gerne natürlich finden wollen. So, jetzt würde ich mal schauen, ich will natürlich, warte mal, ich würde natürlich gerne wollen, oh, ich sehe gerade was. Ja, das ist okay, aber ich glaube, der ist bestimmt jetzt schwer, ne? Macht aber nichts. Wir sind erstmal leichter. Ich tue den Speer auch hier rüber. So. Wie sieht's aus? Hier ist ja auch noch einer. Passt der nicht rein? Ne, der passt nicht mehr rein. Doch, passt rein. Müssen wir anders machen. So geht das nämlich auch, ne? So, wunderbar. Okay, gut, schauen wir mal. Speer habe ich, Bogen habe ich, zur Reserve das Schrotgewehr. Ja, da kam die jetzt hier angeflitzt, die Gute. Ups. Ich habe die nicht gesehen. Irgendwie meine eigenen Laufgeräusche. Das finde ich irgendwie irritierend. Na gut. Dann lassen wir das mal in der Einstellung. Ja, weil ich denke immer, von links oder rechts kommt einer. Okay. So. Haben wir die Nachbarform ausgerottet? Ja. Hält er noch eine Weile? Ja, muss. Wie viele sind denn hier noch? Keiner unten an meinem Auto, oder? Nicht, dass sich da einer zu schaffen macht. Oh, das könnte gut sein hier. Na gut, vielleicht doch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch ein paar Werkzeuge, mal schöne. Naja, eine 120er, siehst du? Ich habe die ganzen 60er, nämlich habe ich jetzt mal verkauft. Habt ihr ja gesehen. Ich habe die 120 und die 200er lasse ich, ne? Alles andere ist vielleicht nicht unbedingt so prickelnd. Also ich brauche da keine 60er oder 80er, was das sind. Na dann mach mal. 35 Motivation, 40 Motivation, ne? Ist doch schön. Siehst du. Messer? Das können wir vielleicht zerlegen. Tiegel, das ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, für was das war. Brunnen? Brunnen war das, ne? Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Plastik. Ja, die Farmen muss ich ganz ehrlich... Oh, was ist denn das? Ach, das sah bloß so aus. So, ich würde dich mal austauschen. Da ist nix. Da hat man. Das hat man hier auch, ne? Ja. Dann schauen wir mal hier rein. Was? Reaktionsgeräten, chemische. Oh. Keine Ahnung, bestimmt für irgendeine Werkbank, ne? Oder? Werden wir sehen. So, das hat man, oder? Hat man? Und du warst nix. Ja, ist ja eine relativ kleine Form.
Aber... Oh, die machen Spaß. So, hier haben wir nichts weiter. Da oben ist auch nichts. Manchmal haben sie was und manchmal haben sie nichts. Okay, ich schaue nochmal hier auf die Rückseite. Da sieht es nach nichts aus. Das hat man hier gemacht, ne? Ja. Okay, schönes Ding. Können wir runtergehen. Haben wir auf alle Fälle ein paar schöne Sachen gelootet. Der Hafen würde mich ja auch reizen. Ah, da weiß ich jetzt schon einmal mindestens einen Krabbler. Aber die sind auch nicht mehr das Ding, ne? Also das war sehr entspannt. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche, weiß man nicht. Das war voll. So, dann machen wir mal hier ein bisschen was rein. Das ist eine 120er, die nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Jupp. Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du noch Platz? Nee. Hast du keinen Platz? Aber... Kriegen wir das hier rein? Jupp. Dankeschön. Gut, dann geht's weiter. Gut, den Hafen lassen wir jetzt mal aus. Ich denke... Das ist zu viel des Guten. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn man... Wenn hier einer angewackelt kommt, fahre ich weiter. Weil durch mein Auto habe ich bestimmt was gepult, aber... Die Kisten haben alle nichts, das ist ja furchtbar. Aha. Naja. Das ist eine Dreier, die kriegt man so nicht hin. Aber vielleicht können wir es drehen. Nee, schade. Hätte ich mal zu Hause lassen sollen, das Ding. War nicht so schlimm. So, einmal rein damit. Sehr gut. Und dann fahren wir weiter. Ups. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich angefangen habe. Eieieiei. Ich glaube, wir sind sieben in der Stunde schon rum. Na, wir fahren nochmal zum Händler, aber ich glaube, da müssen wir es beenden. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Meine Anzeige sagt mir, dass wir über eine Stunde sind, aber ich habe, glaube ich, schon drauf gedrückt, wo mich schon noch ein bisschen was gemacht hat. Ja. Da bin ich jetzt überfragt. So, da sind wir auf der Geraden. Da können wir mal richtig Speed geben hier. Mit knappen 70. 75. 80. Und jetzt lässt er sich gar nicht mehr lenken. Wow. Dann lassen wir den mal ausrollen, dass wir hier oben um die Kurve kommen. Aber ich habe so den Eindruck, die Anhöhe tut ihn auch bremsen. Und das finde ich wiederum gut. So sollte es auch sein. Ja, schöne Sache. Also mindestens 80. Ich denke, es wäre noch was gegangen. Wenn wir mal einen richtigen Hang abwärts hätten, kommt man mit dem Auto bestimmt auch schneller. Ne? Aber wir müssen es ja auch nicht riskieren. Ich hecke ja so schon genug an. Ich freue mich schon, wenn wir Autoteile herstellen können. Also hier Auto-Reparaturkits aus den Autoteilen. Dann läuft das auch. So, hier drüben hat man ja auch eine Ölpumpe. Ein kleines Dorf. Ich gucke jetzt hier nicht in die Autos. Irgendwann machen wir mal eine Runde, wo wir das dann machen, ne? Dann tun wir dann den Rest auch noch looten. So, hier irgendwo war die Ölpumpe eigentlich. Ich erinnere mich da so grau dran. Da ist sie. Ist auch cool, ne? Eigentlich hast du da hinten auch ein bisschen Freifläche. Na gut, es ist nicht ganz eben, aber... Du, warte mal, ich habe gerade eine Idee. Kommt hier einer angerannt? Denn vielleicht haben wir Glück und hier ist so eine Flasche drin. Fällt mir gerade ein. Nein, das kannst du nicht glauben. Das ist doch aber auch. So eine Flasche wäre jetzt echt cool gewesen.
wieder eine Farm. Haben wir hier Container, irgendwas? Haben wir Wölfe hier? Sieht nicht so aus. Juhu! So unhöflich sein. Hab doch nochmal nach dem Weg fragen wollen. Bist denn du wer einer? Ich bräuchte eigentlich mal ein Stöckchen, ne? Oh, was kommt denn da angerammt? Was ist denn das für eine Flitzbiebe? So, da haben wir das. Ach, siehst du, das Adrenalin habe ich ja auch noch zum Anbieten. Aber im Moment bin ich eigentlich zufrieden, wie es gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind schon wieder bei 49 Motivation. Ich gehe mal hier rein. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 18, 24, 25. Ja gut, muss reichen halt. Ne? Kann ich die mitnehmen? Nee. Wir sind hier nicht in dem Spiel, wo man die mitnehmen kann. Juhu! Ist es wahr? Alter. Nicht so laut, bitte, ja? Kann mir eigentlich mal jemand sagen, verwendet jemand die Speere auch zum Werfen und wie effektiv ist das? Also ich habe das ja neulich schon mal probiert, da fand ich es nicht so prickelnd, aber vielleicht könnt ihr mir da mal, wer das verwendet, eure Eindrücke dazu hinterlassen. Ja, bitte. Vor allem komischerweise findest du auf dem Farmgelände auch so Plastik und Gummi und all so mögliches Zeug, ne? Das ist schon... Den haben wir schon. Vielleicht können wir mal einen zerlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich den anderen brauche. Es kam übrigens die Frage auf, für was braucht man die Sachen? Wo soll das denn sein? Ihr erinnert euch an dem zweiten Spot hier drüben, wo wir hier waren. Da gab es hier hinten ein Haus, wo ich gesagt habe, was ist denn das? Eine dicke, fette Alarmanlage? Die hat man richtig von draußen gesehen. Und die Tür war zu. Die Tür öffnet ihr entweder mit einem Dietrich oder mit dem Vorschlaghammer, den wir gerade gefunden haben, hier. Einfach dagegen hämmern. Oder mit dem Brecheisen. Na, mit dem Brecheisen ist so ein bisschen die eleganteste Variante, weil sie nicht so laut ist. Zumindest war das so immer mein Eindruck. Und dann seid ihr da drinnen, ne? Hält er noch? Ja, hat er. Gibt es hier eigentlich einen Wowi? Ich habe noch keinen Wowi hier gesehen. Das kann auch so bleiben. Gut, hier waren wir drin. Wie war denn das mit der Leiter? Steuerung, das? Da kann man nicht hoch, ne? Weiß ich nicht. Sieht auch nichts. Wie gesagt, ich hatte bei den Gebäuden auch Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, aber ich glaube, die Leitern sind nicht zum Hochklettern, ne? Die sind ein bisschen bescheiden. Keucht hier noch einer?
Oh. Happen, happen. Ja, toll. Da ist noch einer. Ja, ich komme gleich. Kleinen Moment. Immer der Reihe nach. Ja, siehst du? Alu. Alu ist auch gut. Wo ist er denn? Die Scheune ist leer. Ich wechsle mal irgendwie die Ansicht, die ist mir ein bisschen zu kurios. Ich gehe erstmal außen rum. Da wird es schon wieder dunkel, ne? Schade. Also hier ist nichts drin. Liegt hier was auf dem Fußboden? So sehen tue ich auf den ersten Blick nichts. Nee. Oh ja, hier. Siehst du, um das auch verdorben. Na gut, dann ist das so. Also das mit dem Verderben ist so ein bisschen... auf der einen Seite, wenn du in den Sektor kommst und das halt aktivierst, sagen wir es mal so, den Timer. Und auf der anderen Seite scheint es trotzdem von Anfang an zu zählen. Ne? Es gibt da wohl unterschiedliche Sachen. Weißt du was, das ist mal gleich. Egal, was das für einen Zustand hat. So, dann trinkt man da was. Ja, und dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich mache es uns mal wieder ein bisschen heller. So. Und Kisten sehe ich hier keine weiter. Okay, dann können wir weiterfahren. Haben wir die schon? Nee, ne? Siehst du? Aha, aha. Ja, die sind gerade erst angedutzt worden von uns, ne? Komisch. Während anderes Zeug verdirbt, aber naja. Mich soll es nicht stören, wir kommen um die Runden. Und das ist ja, wo ich sage, das ist genau das Survival, was ich eigentlich möchte. Es soll nicht immer alles verfügbar sein. Und ich finde auch die Einstellung cool. Für ein Let's Play vielleicht ein bisschen hinderlich, weil wir nicht so viel finden. Aber ich habe ja eine Lösung dafür vorgeschlagen. Und momentan verwenden wir das auch nur für den Treibstoff. Wir haben zwar noch die anderen Teile, die fehlen uns ja ein bisschen so. Aber auch da wird sich irgendwie dann irgendwas tun müssen. So, ich muss mal hier reinschauen. Das war der. Da haben wir jetzt noch so eine schöne Axt. Oh, hier ein paar nette Sachen. Gummi. Das Essen lasse ich mal. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Und ich würde sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich jetzt angefangen habe. Vielleicht wird die Folge jetzt kürzer. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich habe da ein bisschen was gefummelt. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stunde ran sein. Also, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich werde mir mal hier ein kleines Lager aufschlagen und mal eine Stunde schlafen oder so, dass wir wieder ein bisschen fit sind. Und dann sehen wir uns am Tag 21 im Herbst. Ja, früh wieder. Und ich sage danke fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf bald.